Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass der regierende Bürgermeister in guter Gesellschaft ist mit einem Beschluss des Landesparteitags der Linken, der nämlich beschlossen hat, dass alle Abgeordneten mit ihren Wahlkreisbüros Kunde des Stadtwerks werden sollen und auch alle Geschäftsstellen des Landesverbandes der Linken. Es ist in Arbeit, soweit die Kündigungsfristen sind. Du hast es ja auch noch nicht gemacht. So, aber jetzt mal, das bleibt allerdings alles weit hinter dem zurück, was die SPD-Fraktion mal gewollt hat. Auch die 20.000 Kunden bleiben weit hinter dem zurück. Wir wissen es ja, lieber Kollege Buchholz, wir haben es ja auch gemeinsam in der Enquetekommission beschlossen, dass die unsinnige Entwicklungsbremse des Stadtwerkes, was auch gleichzeitig eine Investitionsbremse ist, dass diese aus dem Gesetzentwurf raus muss. Und ich hoffe, dass wir nach dem 18. September hier im Hause die Mehrheiten haben, damit man das auch endlich beschließen kann und wir nicht über 20.000 reden, sondern über die wirkliche Entwicklung eines starken Stadtwerks, das auch einen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Und dann ist es ziemlich egal, ob der regierende Bürgermeister dabei ist oder ob eine Geschäftsstelle der Linken dabei ist, sondern es geht darum, dass wir ein Stadtwerk haben, das wirklich in die Energiewende investiert, sowohl in Erzeugungsanlagen als auch in Energieeinsparung und Energieeffizienz. Die Kritik an dem Grünen Parteitag, dass der Antrag seit 3 Jahren abgehangen ist, die ist sicherlich zutreffend. Ob das Schuld der Grünen ist oder derjenigen, die das nicht auf die Tagesordnung in den Ausschüssen gesetzt haben, ist was anderes. Aber, meine Damen und Herren, was man Ihrem Energiewendegesetz nicht vorwerfen kann, ist, dass es 3 Jahre alt ist. Das hätte uns gefreut, wenn wir sagen könnten, das Energiewendegesetz ist 3 Jahre alt. Es ist vor 3 Jahren verabschiedet worden, im Jahre 2013. Es ist mir nach wie vor schleierhaft, weshalb dieses Gesetz, das gegenüber den ursprünglichen Entwürfen in der vorletzten und der letzten Legislaturperiode eines Klimaschutzgesetzes ja relativ unambitioniert ist, insofern als es nur eine Selbstbindung der öffentlichen Hand beinhaltet, weshalb das so lange gedauert hat, ist mir völlig schleierhaft. Und weshalb das jetzt noch mal vertagt werden muss, nachdem wir schon mal Einigkeit hergestellt haben, ist in der Tat nicht nachvollziehbar. Vor allen Dingen, lieber Kollege Buchholz, damit den Stimmen der Koalition und damit auch der SPD in der Ausschussberatung unser Antrag abgelehnt wurde, dass unter anderem auch die Sozialverträglichkeit nachgewiesen werden muss bei energetischen Sanierungsmaßnahmen. Das ist damals abgelehnt worden, dieser Änderungsantrag. Jetzt ist offensichtlich die SPD-Fraktion draufgekommen, dass man sich da doch mal drum kümmern muss. Aber sage ich schönen Dank, aber ich hoffe, dass das jetzt endlich nach euch die 2 Wochen ausreichen, um mal 2 Sätze zu formulieren, damit wir dieses endlich verabschieden können. Und dann wollen wir vor allen Dingen sehen, dass innerhalb dieser Legislaturperiode das Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm, dass das endlich verabschiedet wird, so wie wir das ja jetzt hier vereinbart haben, damit zumindest hier schon mal die Grundlage gelegt worden ist für die nächste Legislaturperiode. Die Zeit ist knapp. Die Zeit ist knapp, weil bis zur Sommerpause haben wir nur noch wenige Sitzungen. Unser Interesse ist es, und ich glaube auch das Interesse der gesamten Opposition und hoffentlich auch der Koalition, ist, dass wir das in diesem Hause noch verabschieden können, damit für mögliche Koalitionsverhandlungen nach den nächsten Abgeordnetenhauswahlen und für eine Senatsbildung ein klarer Handlungsauftrag besteht. Und, meine Damen und Herren, auch niemand hat den Senat daran gehindert, auch wenn das Energiewendegesetz noch nicht verabschiedet ist und auch das Energie- und Klimaschutzprogramm noch nicht verabschiedet ist, in dieser Legislaturperiode etwas zu tun. Und ein Beispiel. In der Machbarkeitsstudie wird gesagt, Photovoltaik wollen wir perspektivisch ausbauen, dass 25% des Strombedarfs über Photovoltaik in Berlin gedeckt wird. So, wenn man sich anguckt, ich habe gerade neulich eine kleine Anfrage dazu gestellt, was real passiert, da finden Dächersanierungen statt im Lande Berlin. Wunderbar. Wie viele Photovoltaikanlagen werden darauf errichtet? So gut wie keine.
Das ist das, wie gehandelt wird hier, nämlich auf der einen Seite wird geredet, werden Programme entwickelt und an der Realität wird nichts umgesetzt. Und das, meine Damen und Herren, das muss sich ändern.